So, hier mal eine kleine Info für Auszubildende. Es gibt ja kaum noch ein Arbeitsverhältnis, bei dem keine Probezeit vereinbart wird. Die Probezeit darf ja in der Regel längstens für die Dauer von 6 Monaten vereinbart werden. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. So steht es zumindest in § 622 Absatz 3 BGB drin. Diese 6 Monate schöpfen Arbeitgeber erfahrungsgemäß ja auch meistens voll aus. Aber die Frage ist, gilt das auch für Auszubildende? Die Antwort lautet jein. Pass auf. In § 20 Berufsbildungsgesetz beginnt das Berufsbildungsverhältnis mit einer Probezeit. Sie muss mindestens einen Monat und darf höchstens 4 Monate betragen. Das wiederum bedeutet, dass beide Parteien, also der Auszubildende, aber eben auch der Ausbildungsbetrieb, während dieser gesetzlich vorgeschriebenen Probezeit das Ausbildungsverhältnis jederzeit, und zwar im Unterschied zu der eben erwähnten Probezeit bis maximal 6 Monate, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Begründung kündigen kann. Das heißt, zusammenfassend, bei einem normalen Arbeitnehmer kann eine Probezeit vereinbart werden, beim Auszubildenden hingegen muss eine Probezeit vereinbart werden, allerdings nur bis maximal 4 Monate möglich. Eine Kündigung muss natürlich auch hier schriftlich erfolgen, so steht es in § 22 Berufsbildungsgesetz drin. Aber wie ihr ja wisst, muss jede Kündigung, ganz gleich, ob man Auszubildender ist oder Angestellter, immer schriftlich erfolgen. Eine mündlich ausgesprochene Kündigung, und das kann ich gar nicht oft genug sagen, ist immer unwirksam. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, muckt gut.